Ja, hallo. Herzlich willkommen hier zu diesem ersten virtuellen Begrüßungsevent zur Veranstaltung Programmieren 1. Ich bin Martin Jons, ich bin Professor an der TU Braunschweig und ich werde diese Vorlesung halten. Außerhalb der Programmierung bin ich im Bereich der Sicherheit unterwegs. Ich leite das Institut für Anwendungssicherheit, dem Sie hoffentlich dann im Laufe Ihres Studiums später vielleicht nochmal begegnen werden. Würde uns freuen. Aber wir sind traditionell, aber auch so ein bisschen mit Leidenschaft auch der Programmierung verbunden. Dementsprechend haben wir so die Ehre, Ihnen gleich jetzt am Anfang Ihres Studiums so die Kunst und ich hoffe auch so ein bisschen die Freude am Programmieren zu vermitteln. Denn ich halte ja immer noch, dass das Programmieren im Bereich der Informatik für eines der spannendsten und auch befriedigendsten Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, wenn man irgendwie so von relativ wenig anfängt. Und dann etwas baut, was zum Schluss, wie früher mein Chef mal gesagt hat, blinkt und tutet, wenn es am tollsten ist. Ja, und das wollen wir machen. Wir wollen so bei Null anfangen und Ihnen das Programmieren beibringen. Jetzt haben wir ja diese Krankheit. Und deswegen müssen wir viele Dinge, die wir normalerweise in Präsenz gemacht hätten, wie zum Beispiel die Vorlesung, aber auch so die große Übung und die kleine Übung und auch wie wir sonst den ganzen Programmierunterricht, stellen wir jetzt um auf dieses semi-virtuelle Format. Und zu den Übungen wird Marius gleich noch mehr sagen. Marius ist mein Mitarbeiter, der sich jetzt genauso wie ich jetzt dieser Veranstaltung widmen wird. Zur Vorlesung kann ich Ihnen sagen, Sie werden mich in Form von einem Video sehen. Videos jede Woche, donnerstags, werden dann immer zum aktuellen Thema der Woche von mir die Vorlesungsvideos bereitgestellt und genauso auch die Folien. Das ist manchmal ein langes Video. Wenn es sich angeboten hat, teilen wir die Videos auf in eins, zwei oder drei Einzelheiten, dass man sich das besser dann auch so am Stück angucken kann, um dann irgendwie auch so dann die Inhalte mitzunehmen. Ja, so ist das organisiert. Zur Vorlesung selber einen ganz kurzen Spoiler, wie sich das Ganze aufbaut. Wir wollen halt bei Null anfangen, also wir setzen nicht voraus, dass Sie programmieren können. Deswegen fangen wir so erstmal ganz grundsätzlich an, überlegen, okay, was ist denn eigentlich eine Programmiersprache oder was macht eine Programmiersprache aus? Was sind so Konzepte wie Syntax und Semantik einer Programmiersprache? Das ist das, was wir in der ersten Vorlesung machen. Und dann nehmen wir als Beispiel für Programmiersprache die Sprache Java, denn die bietet sich sehr an, schön, sauber, korrekt zu programmieren. Denn das ist das, was wir hier lernen wollen. Wir wollen jetzt nicht einfach nur irgendwie Spaghetti-Code machen, der dann irgendwas tut, sondern wir wollen das dann gleich richtig machen, sodass das dann zum Schluss auch ein schöner Programmcode rauskommt. Und das machen wir, indem wir dann uns die Programmiersprache Java angucken und dann da fangen wir so mit den kleinsten Bauteilen an, die man sich so vorstellen kann und machen dann aus kleinen Bauteilen ein bisschen größer und größer und so Lego-mäßig bauen wir dann nach und nach, sodass dieses Programm und auch so das Programmieren auf. Und wenn wir das dann einmal geschafft haben und dann auch einmal verstanden haben, was ist denn eigentlich überhaupt so dieses Prozess des Programmierens und was ist denn jetzt auch gerade dieses spezielle objektorientierte Programmieren, auf dem jetzt die Sprache Java stark aufbaut, das ist so in der Mitte dieses Semesters haben wir das dann erledigt. Dann machen wir noch so eine Reihe von sehr zentralen Konzepten, wenn es ums Programmieren geht. Da gibt es ein Konzept zu der Rekursion, des rekursiven Programmierens. Das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen, das werde ich Ihnen dann hinreichend gut erklären, hoffe ich. Und wir sprechen sowas über, so wie machen wir unsere Programme zuverlässig, dass die nicht nur für uns funktionieren, sondern eigentlich immer funktionieren. Wie interagieren wir so mit der Außenwelt und so weiter. Und die Hoffnung ist, dass, wenn Sie jetzt erfolgreich durch diese Vorlesung bei mir und bei Marius durchgelaufen sind, solche Programmieren 1, dass Sie genug Handwerkzeug haben, sich sowohl in der Sprache Java gut orientieren zu können und dann gut produktiv Dinge mitzumachen, wie auch, aber auch über den Tellerrand hinaus dann vielleicht auch andere Programmiersprachen en passant aufnehmen, denn irgendwie die Welt ist groß, auch gerade auch die Welt der Programmiersprachen. So viel von mir. Sie sehen dann noch hinreichend genug von mir jetzt in den tollen Videos, die dann ab demnächst dann immer donnerstags online gehen. Ich übergebe jetzt an Marius, der noch mehr jetzt zu den Einzelheiten erklären wird. Oh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marius Musch. Ich bin Doktorand am Institut für Anwendungssicherheit und ich bin dieses Semester für die große Übung in Programmieren 1 zuständig. Die große Übung ist nicht nur zum Üben da, da gibt es auch immer viele wichtige Ankündigungen zum organisatorischen Ablauf, die wir quasi in Kurzform auf Stutterpie veröffentlichen würden, aber dann nochmal im Detail in der großen Übung erklären. Das ist einer der Gründe, warum die große Übung für Sie so wichtig ist. Das andere ist eben, dass wir dort eine praktische Anwendung von den Vorlesungsinhalten machen. Das heißt, wir werden eben nicht anders als in der Vorlesung, wo mehr so Konzepte erklärt werden, werden die eben in der großen Übung auch tatsächlich mal ausprobiert.
Also wir machen dort keinen neuen Stoff, sondern es wird quasi mehr so ein bisschen Live-Coding, dass ich quasi was programmiere und dabei was erkläre, und Sie dazu Fragen stellen können. Das ist so die Idee der großen Übung. Und des Weiteren werde ich dort auch diverse Tools vorstellen, die quasi wichtig sind, sowohl für Sie zum Programmieren als auch für den Übungsbetrieb. Und es gibt dort Übungsblätter, die haben auch verpflichtende Aufgaben. Das werde ich nachher alles im Detail erklären. Und diese Übungsblätter werde ich quasi in der großen Übung vorstellen. Einmal erklären, wie das quasi aussehen soll, die Aufgabe, und wie man die dann auch im Nachhinein, quasi nach der Abgabefrist, wenn wir den dann auch nochmal besprechen, dass ich sozusagen die Lösung in der großen Übung vorstelle und auch wieder auf Fragen eingehen kann, die dazu sind. Des Weiteren können Sie quasi auch dort einfach Fragen zum Inhalt stellen, also wenn quasi was in der Vorlesung unklar war und ich nochmal was erklären soll. Dafür ist die große Übung gedacht. Wofür sie nicht gedacht ist, dass eben quasi, also es geht nur um Fragen, die sozusagen alle betreffen, ja. Da hatte ich aber später auch nochmal mehr Details dazu. Dann, genau, also mit der großen Übung, wie soll denn das aussehen? Die hat einen festen Termin und das ist montags von 15 bis 16:30 Uhr. Aber im Moment, wie Sie sehen, ist es nur ein Video. Das machen wir nächste Woche am 26. auch nochmal so. Einfach aus dem Grund, bis mal alle in dem Stutt-IP-Kurs eingeschrieben sind. Das dauert manchmal, wenn es Verzögerungen bei der Immatrikulation gibt. Deswegen können wir am Anfang noch keine Live-Veranstaltung machen, da sonst einige Studierende wohl wichtige Dinge verpassen würden, nur weil es in Verzögerungen beim Immatrikulationsamt gab zum Beispiel. Das wollen wir mal vermeiden, deswegen machen wir die ersten 2 Wochen ein Video. Danach wird das Ganze online stattfinden. Ja, es ist eine Live-Übung, es wird keine Aufzeichnung geben. Die Live-Übung hat den Vorteil, dass Sie direkt Fragen stellen können im Chat und ich darauf eingehen kann. Und was wir auch eventuell machen wollen, das ist noch nicht so ganz sicher, ist eine Hybridveranstaltung, dass ein Teil der Studierenden vor Ort teilnehmen kann und der Rest quasi von zu Hause zuschaut. Ja, das ist ein Experiment. Wir wissen noch nicht, ob das stattfinden kann. Es kann auch sein, dass wir mitten im Semester beschließen müssen, dass es eben nicht mehr funktioniert, ja, weil entweder wegen der Technik oder weil die Corona-Regelungen sich der Universität wieder verändern oder weil es irgendwelche anderen Dinge dazwischen kommen. Aber die Hoffnung wäre, dass eben sie quasi im Wechsel, ja, also können da nicht alle teilnehmen, sondern immer nur also wir erwarten mehrere hunderte Studierende. Wir können derzeit nur so 60 bis 70 vor Ort zulassen, einfach wegen den Abstandsregeln. Und die Hoffnung ist dann quasi, dass sie zumindest ein, zweimal die Universität von innen gesehen haben und das nicht nur so komplett von zu Hause aus stattfindet. Aber wir wissen eben noch nicht, ob das wirklich Realität wird oder nicht. Und wir haben da quasi einen Raum geblockt, das ist das sogenannte Tentomax. Das liegt einfach daran, dass das Audimax, das ist der größte Hörsaal der Uni, den wir eigentlich hätten, der wird zurzeit renoviert und deswegen gibt es alternativ ein Zelt. Und das ist das sogenannte Tentomax. Aber wie das Ganze dann genau laufen soll, also wir brauchen da eine feste Einteilung, sie können da nicht einfach erscheinen, sondern es gibt dann quasi eine Liste von Personen, die in einer bestimmten Woche quasi vor Ort teilnehmen dürfen, ja, damit eben nicht zu viele gleichzeitig kommen. Wie das alles laufen soll, würde ich dann quasi Anfang November noch kommunizieren. Und wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Wir wissen nicht, ob das Ganze auch in Realität umgesetzt wird. Das heißt, im Moment ist es einfach mal nur eine Vorabinformation und ob es dann wirklich so kommt, sehen wir dann. Was es auch noch gibt, ist die kleine Übung. Und die wird von 13 Hiwis oder auch Tutoren genannt, durchgeführt. Und das sind quasi Studenten höherer Semester, die Programmieren 1 schon bestanden haben und die ihnen dabei helfen, mit den Übungsblättern, mit den Übungen bei weiteren Fragen quasi zur Verfügung stehen. Und die wollen sich jetzt im Folgenden mal kurz alle vorstellen. Hi Leute, mein Name ist Moritz Rode. Ich studiere Wirtschaftsinformatik im zweiten Mastersemester. Und ich werde euch dieses Semester auch bei Programmieren begleiten. Ich halte drei kleine Übungen. Außerdem leite ich seit über 4 Jahren das Zusatztutorium Programmieren. Schaut da auch gerne vorbei. Hallo, ich bin Jessica und ich studiere Informatik im siebten Semester. Hi, ich bin Lukas und ich studiere Informatik seit 5 Semestern. Hallo, hier ist Moaz. Ich studiere Informatik Master im ersten Semester und mache mit als Java Tutor seit circa 2 Jahren. Hi, ich bin Malte, ich studiere Informatik im fünften Semester und ich übernehme dieses Mal drei Übungsrunden. Hi, ich bin Patrick und studiere Informatik im dritten Semester.
Normalerweise würdet ihr mich als Hiwi im Lego-Labor antreffen, nur dieses Semester auch als Programmieren ein Hiwi. Hallo Leute, ich bin Felix und studiere im dritten Semester Wirtschaftsinformatik und bin seit 2 Jahren im Lego-Labor beschäftigt und werde jetzt auch noch 2 Gruppen. Hallo, ich bin der Tole und studiere Mathematik im Master und Informatik im Bachelor. Hallo, mein Name ist Judy, ich studiere Informatik und ich bin in meinem letzten Semester. Hi, ich bin Martin und ich studiere im Master Informatik und ich bin schon seit einigen Jahren als Hiwi tätig für Programmieren. Ja, und als richtiger Informatiker muss man natürlich selbst beim Zelten mit Fahrrad immer seinen Laptop dabei haben, ne? Kannst ja jetzt weitergehen. Hi, ich bin Maxi, ich studiere zurzeit im 5. Mastersemester Informatik mit Studienschwerpunkt Robotik und Nebenfach Raumfahrttechnik. Unter anderem bin ich am Institut für Anwendungssicherheit für das Lego-Labor, dieses Semester auch für die Hausaufgaben zuständig. Ich arbeite unter anderem auch noch am Institut für Raumfahrtsysteme. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zum Nebenfach Raumfahrttechnik habt oder zum Lego-Labor oder zur Robotik oder zu den Hausaufgaben, meldet euch gerne bei mir und jetzt genießt erstmal den Einstieg in euer Studium und habt viel Spaß. Ja, die kleine Übung hat eben diverse andere Ziele als die große Übung. Und heißt eben kleine Übung insofern, weil sie quasi in kleineren Gruppen angeboten wird. Ja, also die große Übung ist ja genau wie die Vorlesung für alle Studierenden gleichzeitig sozusagen. Während die kleine Übung, da haben wir insgesamt 31 verschiedene Gruppenslots und sie müssen sich dann quasi in einen eintragen. Dazu habe ich auch noch später nachher mehr Infos. Und dort sind sie dann eben so in der Gruppe von ca. 16 bis 18 Studierenden, je nachdem wie groß der Andrang dieses Semester ist. Und können dort eben gezielter Fragen stellen, auf die ich dann eventuell in der großen Übung nicht eingehen kann, sozusagen. Und der zuständige Tutor wird auch ihre Abgaben zu den Übungsblättern korrigieren. Und wenn sie dann quasi Fragen haben zu der Korrektur oder zu dem Feedback von diesem Tutor, können sie quasi in der kleinen Übung dann nochmal gezielt sich an diese Person wenden und eben dazu Fragen stellen. Genau, da gibt es eben insgesamt 16 verschiedene Termine und die müssen sie sich quasi für einen davon eintragen fest, denn dann quasi für das ganze Semester haben sie dann den gleichen Tutor an dem gleichen Termin für die kleine Übung und da müssen sie eben selber darauf achten, also wir bieten einfach ganz viele verschiedene Termine über die Woche verteilt an, aber sie müssen eben schauen, dass das, wir haben ja nicht nur Informatiker hier, sondern auch Studierende anderer Studiengänge, zum Beispiel Mathematik, Physik, Medienwissenschaften, Wirtschaftsinformatik und so weiter. Und da müssen Sie in Ihren eigenen Stundenplan schauen, was da am besten quasi passt und eben auch darauf achten, sollte es quasi bei Ihnen dieses Semester eine Präsenzveranstaltung geben und Sie haben dann aber direkt im Anschluss eine online kleine Übung, könnte das schwierig werden, eben einfach aus dem Grund, ja, die Online-Übung sollte man halt irgendwie von zu Hause aus quasi besuchen, wenn Sie dann aber noch einen längeren Reiseweg haben, könnte das schwierig werden. Das heißt, suchen Sie sich da eben einen sinnvollen Termin aus, ja. Und diese kleine Übung findet nur jede zweite Woche statt und eben jetzt im Moment am Anfang auch noch nicht, weil wir jetzt eben erstmal quasi Stoff in der Vorlesung haben und dann in der großen Übung ich eben den ganzen Ablauf erkläre, so wie heute. Das heißt, die kleine Übung findet im Moment noch nicht statt. Sie haben jetzt dann erstmal 2 Wochen Zeit, sich da in so eine der Gruppen einzutragen. Das erkläre ich eben gleich, wie das geht. Nur mal, dass Sie wissen, es gibt quasi die Vorlesung, haben wir jetzt schon gesehen. Es gibt die große Übung, es gibt die kleine Übung. Was gibt es noch? Es gibt noch die Sprechstunde. Die Sprechstunde ist wiederum von mir. Da können wir quasi, ja, ich hatte ja schon gesagt, in der großen Übung, da gibt es mehr so Fragen zum Inhalt. In der Sprechstunde gibt es dann quasi, können Sie, die sind sozusagen 1:1. Ja, also es wird auch online stattfinden. Den genauen Modus werde ich dann noch erklären, wie das geht. Aber wenn Sie dann quasi spezielle, individuelle, organisatorische Fragen haben und alles irgendwie, was jetzt nicht, was nur Sie betrifft und wir jetzt nicht in der großen Übung vor all den anderen Hunderten klären können, dafür gibt es eben die Sprechstunde. Und die Sprechstunde ist mittwochs immer von 13 bis 14 Uhr. So, dann das StudIP. Das haben Sie jetzt ja hoffentlich schon kennengelernt. Das ist nämlich unsere zentrale Anlaufstelle für Programmieren 1, wo ich eben unter anderem auch dieses Video hochladen werde. Das heißt, wenn Sie das StudIP nicht kennen, dann haben Sie auch dieses Video nicht gesehen. Das ist ganz schlecht. Dann sind Sie nämlich nicht auf dem Laufenden. Genau, also das StudIP regelmäßig überprüfen kann ich nur empfehlen, denn dort würde ich eben immer mal wieder wichtige Ankündigungen machen. Es kann sich auch mal spontan was ändern eben, dass wir eben aus irgendeinem Grund, zum Beispiel sollten wir eine Hybridübung machen, das kann jederzeit kurzfristig abgesagt werden, wenn es irgendwelche Corona-Fälle in der Nähe gibt oder
wenn eben irgendjemand mit Symptomen bekannt war und ich dann quasi auch nicht mehr die Uni betreten darf oder sowas, das kann ja jederzeit passieren. Deswegen eben immer bevor es irgendwelche wichtigen Termine anstehen oder so, schauen Sie da nochmal rein, ob sich quasi irgendwas geändert hat. Ja, was finden Sie dann alles im StudIP? Eben diese Ankündigung, wie ich gerade gesagt habe, aber eben auch alle wichtigen Dateien. Also wenn wir Vorlesungsfolien hochladen oder eben die Übungsblätter, die erwähnten, dann findet das quasi alles dort statt. Genauso die Vorlesungsaufzeichnungen und eben solche Sachen wie dieses Video, das Sie ja schon offensichtlich gefunden haben. Nochmal als Zusammenfassung. Ja, es gibt also die Vorlesung von Professor Jones, die ist eben aufgezeichnet und wird von uns voraussichtlich immer donnerstags hochgeladen. Dann gibt es die große Übung, die im Moment eben jetzt am Anfang noch als Video stattfindet, damit das auch keiner verpasst und dann später eben nur noch online oder vielleicht auch hybrid stattfinden wird, jedenfalls montags 15 bis 16.30 Uhr. Dann gibt es die kleine Übung, da gibt es eben für Sie individuell einen Termin, die findet eben nur zweiwöchig statt und Sie suchen sich davon einen aus. Und dann gibt es noch die Sprechstunde, eben mittwochs, die ist natürlich nur quasi, wenn Sie tatsächlich einen bestimmten Bedarf haben, was zu besprechen, ansonsten, also da tauchen Sie nur auf, wenn Sie quasi tatsächlich ein Anliegen haben, ansonsten ist die Sprechstunde für Sie nicht relevant. Und eben das StudIP jederzeit bitte überprüfen für Ankündigungen von uns. So, nochmal zum Thema Fragen, das ist einfach uns ein Anliegen, denn es sind eben 400 Studierende oder vielleicht auch mehr dieses Semester, aber nur mal so ganz grob als Schätzung in Programmieren 1. Und da ist es eben wichtig, dass für einen reibungslosen Ablauf, dass Sie quasi die Fragen an der richtigen Stelle stellen, weil Sie haben gesehen, es gibt viele Beteiligten, es gibt den Professor, es gibt mich, es gibt die ganzen Tutoren, es gibt diverse Termine über die Woche verteilt. Und damit das nochmal ganz klar ist, also für inhaltliche Fragen und Fragen zum allgemeinen Ablauf gibt es die Großübung. Eben sowas wie, können Sie irgendwie diese bestimmte Funktion nochmal erklären oder diesen Operator, irgendwas, was Sie in der Vorlesung gesehen haben, wo Sie eben nicht Fragen stellen können, weil das ja eine Aufzeichnung ist. Dafür ist eben die große Übung gedacht. Genauso, wenn Sie irgend sowas ganz Allgemeines zum Ablauf, so machen wir jetzt nächste Woche eine Hybridvorlesung, dürfen die ersten in das Tentomax kommen. Solche Fragen können Sie ganz gut in der großen Übung stellen. Hingegen, wenn es dann um die Übungsblätter geht und eben um sowas wie, muss ich bei dieser Aufgabe das so und so machen? Oder wieso genau habe ich jetzt hier nur 3 von den 5 Punkten bekommen? Ich hätte eigentlich gedacht, meine Lösung macht das korrekt oder so. Da müssen Sie sich quasi an den Tutor wenden, der eben ihre Abgabe korrigiert und Ihnen dieses Feedback gibt. Nur der kann genau sagen, was da das Problem war oder wie Sie quasi die Aufgabe bearbeiten sollen. Und ansonsten, wenn es eben so Sachen sind, die jetzt nicht im größeren Kreis besprochen werden können, also es gab irgendwie ein Problem bei der Immatrikulation und deswegen haben Sie irgendwie eine Frist verpasst und das ist aber nachweislich nicht Ihr Fehler, da können Sie eben zu mir in die Sprechstunde kommen. Das heißt aber auch, wir haben quasi 3 Möglichkeiten, jede Woche Fragen zu beantworten, je nachdem, was für eine Art von Frage das ist, passt die eben woanders. Aber das heißt im Umkehrschluss auch, bitte nutzen Sie diese 3 Möglichkeiten und bei Fragen per E-Mail rechnen Sie nicht mit einer Antwort. Ja, weil wenn jeder von Ihnen mir eine E-Mail schreibt und ich dann 5 Minuten brauche, um die zu beantworten, dann bin ich quasi die ganze Woche beschäftigt. Das skaliert nicht. Das heißt, die meisten Fragen möchten wir in der großen und kleinen Übung beantworten, weil sie eben da an der richtigen Stelle sind und dann auch eben für alle Anwesenden gleichzeitig beantwortet werden können. Gut, jetzt mal nochmal so ein bisschen allgemeiner. Also Sie haben jetzt mal einen Überblick, was es so für verschiedene Termine gibt und für wie das Ganze ablaufen soll. Das geht jetzt aber noch weiter. Also wie Sie vielleicht wissen, das Programmieren 1 besteht quasi aus 2 Teilen, die Sie quasi beide bestehen müssen, ja, um dieses Modul zu bestehen. Und das der eine Teil ist die Studienleistung. Und die findet quasi unterm Semester statt, ja, also während den nächsten Wochen und Monaten. Und um das zu bestehen, müssen Sie eben erfolgreich diese Übungsblätter, die ich schon erwähnt habe, bearbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es die Prüfungsleistung. Ja. Normalerweise ist das eine Klausur. Dieses Semester könnte das sich auch um eine Hausarbeit handeln. Zu den beiden Dingen, Studien und Prüfungsleistung, sage ich jetzt aber auf den folgenden Folien noch mehr Details. Nur mal, dass Sie einen Überblick haben. Es gibt diese 2 Sachen und die gehören zusammen. Wenn Sie Programmieren 1 bestehen wollen, müssen Sie die Studienleistung bestehen und die Prüfungsleistung. Sie können nicht nur einen der beiden Teile machen. Ja. Und diese Studienleistung, da geht es eben um quasi diese Übungsblätter. Ja, also wir werden alle 2 Wochen so ein Aufgabenblatt rausgeben.
Darauf sind einige freiwillige Aufgaben, die sind eben offensichtlich freiwillig, die müssen Sie nicht bearbeiten, aber ich würde es Ihnen empfehlen, weil das eine gute Übung ist. Und da ist dann auch immer eine klar gekennzeichnete Pflichtaufgabe dabei. Ja? Das ist ein langes PDF mit mehreren Seiten und dann steht dann am Schluss hier Pflichtaufgabe. Die müssen Sie bearbeiten. Da ist dann auch ein Termin dabei, wann die abgegeben werden muss, wie das mit der Abgabe läuft und so weiter. Das ist natürlich alles digital und online. Also unabhängig von Corona, wir sind ja hier in der Informatik. Das heißt, wenn Sie was abgeben bei uns, geben Sie das natürlich digital ab und auch nicht per E-Mail. Das erkläre ich dann noch, wie das funktioniert. Wir haben da schon ein bisschen, sag ich mal, ausgefuchsteres System dafür. Ja. Und das Ganze geht eben erst los zum 2.11., dass ich quasi das erste Übungsblatt rausgebe, denn Sie müssen sich ja erstmal in so eine kleine Übung eintragen. Wir brauchen da so ein bisschen Vorlaufzeit. Ne? Die ersten 2 Wochen sind noch so ein bisschen entspannter, da erklären wir erstmal nur den Ablauf. Also ich mache jetzt auch heute gar keinen Inhalt, ich erkläre nur die ganzen organisatorischen Sachen. Das wird einfach ein bisschen dauern, aber dann ab November, wenn wir quasi sozusagen loslegen mit den Übungsblättern und so quasi ein bisschen mehr Inhalt. Nicht nur diese ganzen organisatorischen Sachen, die jetzt aber auch mal gemacht werden müssen am Anfang. Und ich werde quasi das Übungsblatt im Start-IP veröffentlichen, einfach so eine Datei hochladen, diese PDF, da sind die ganzen Aufgaben drin. Und Sie haben dann quasi 2 Wochen Zeit, die zu bearbeiten. Das Ganze soll auch in 2er-Gruppen stattfinden. Dafür, also wenn Sie schon jemanden kennen, das ist natürlich super, der jetzt auch im ersten Semester anfängt. Wenn Sie jetzt da noch niemanden kennen, das ist auch kein Problem. Dafür ist quasi die kleine Übung gedacht. Ja, Sie tragen sich ja in eine dieser um die 30 Termine ein. Und dort werden Sie dann einen Gruppenpartner finden, ja. Oder eben mit dem Tutor quasi besprechen, so, hey, ich habe noch keinen Partner. Und dann wird der sagen, ah ja, hier gibt es noch 3 andere, die suchen noch einen Gruppenpartner und so. Also wir werden da versuchen, so ein Matching zu machen. Ne? Und dann haben sie eben 2 Wochen Zeit, das gemeinsam zu bearbeiten und dann abzugeben. Und es werden voraussichtlich 5 Übungsblätter sein, über das Semester verteilt gleichmäßig. So, damit das Ganze aber funktioniert, müssen sie sich eben in so eine kleine Übung anmelden, ja. Also Sie können die Studienleistung nicht bestehen, wenn Sie sich nicht in eine kleine Übung anmelden. Ganz einfach. Und diese Anmeldung werde ich am Mittwoch, ja, also diese Woche Mittwoch, 21.10. Voraussichtlich ungefähr um 11 Uhr werde ich diese Gruppen aufmachen. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen Andrang geben, weil manche Termine sind vielleicht ein bisschen beliebter als andere. Das heißt, wenn Sie quasi jetzt dieses Video schon vor dem Mittwoch schauen, Glückwunsch, dann wissen Sie, wann Sie quasi dort online sein sollten, wenn möglich. Und ansonsten, wenn Sie das Video jetzt erst ein paar Tage später schauen, würde ich schnellstens das Stud-IP öffnen und mich dort noch in eine dieser kleinen Übungen eintragen. Und das Ganze müssen Sie spätestens bis Sonntag, den 11., irgendwann vor Mitternacht bitte, sich dort eintragen. Und dann werden quasi diese kleinen Übungen geschlossen, dann können Sie sich quasi nicht mehr eintragen, können Sie auch nicht mehr zwischen diesen Slots wechseln oder so. Dann ist es fest, weil dann eben an dem Montag danach, den 2.11., da gehen ja dann diese Übungsblätter los und da brauchen Sie eben eine so eine kleine Übungsgruppe, die Ihnen fest zugewiesen ist. Denn dort werden die Übungsblätter kontrolliert und wenn Sie nicht in so einer kleinen Gruppe sind, für die kleine Übung meine ich, dann können auch die Übungsblätter nicht kontrolliert werden. Und wenn die Übungsblätter nicht kontrolliert werden, bestehen Sie die Studienleistung nicht. Also so hängt das alles zusammen. Ja, deswegen ist eben auch die Teilnahme in der ersten kleinen Übung Pflicht. Das findet eben in der Woche vom 2. bis 6.11. statt, also genau nach diesem Anmeldeschluss quasi in der Woche. Den genauen Termin kann ich Ihnen jetzt quasi natürlich nicht sagen, weil das kommt ja darauf an, welche von diesen Übungen Sie sich eintragen. Aber da sollten Sie unbedingt anwesend sein, damit Sie quasi dort sich dem zuständigen Hiwi bzw. Tutor vorstellen können und der Ihnen quasi, dem können Sie dann entweder sagen, ja, ich habe schon einen Gruppenpartner, der muss natürlich in der gleichen kleinen Übung sein, ja, also um die gleiche Uhrzeit und so weiter. Oder Sie können eben sagen, ich suche noch einen Gruppenpartner und können eben dann ihm quasi mit ihm das oder ihr das dort besprechen. Und die weitere Teilnahme an den kleinen Übungen, die ja eben 2-wöchig stattfinden, ist dann freiwillig, aber bitte kommen Sie zu diesem allerersten Termin. Sonst wissen wir quasi nicht, da hat sich jetzt jemand diese kleine Übung eingetragen, ist aber nicht aufgetaucht, dann gehen wir halt erstmal davon aus, okay, diese Person möchte doch nicht an den kleinen Übungen teilnehmen und wir haben da quasi nochmal einen Platz frei für jemand anders. Genau. Und Ihre Lösungen, wie gesagt, geben Sie nicht per E-Mail ab, sondern über einen sogenannten Git-Server. Was das ist und wie dieses Git funktioniert, das machen wir nicht diese Woche, sondern nächste bzw. übernächste Woche, weil ich da jeweils noch mehr dazu erzählen. Wie funktioniert das mit den kleinen Übungen? Die Anmeldung funktioniert quasi über das Stud-IP. Da gibt es quasi oben so ein Reiter, der quasi Teilnehmende heißt oder Teilnehmer oder sowas.
Und wenn Sie da drauf klicken, kriegen Sie quasi erstmal eine ganze Liste aller Studierenden, die dieses Semester an Programmieren 1 teilnehmen. Wenn man dann aber hier links auf die Gruppen klickt, kriegt man hier so eine Liste. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem älteren Semester, also nicht wundern, wenn das irgendwie anders aussieht, aber dann würden Sie irgendwie sehen, so die Gruppen haben irgendwie einen Namen und da steht dann auch, also das ist so eine Nummer, quasi die für uns der Gruppenname ist. Und da wird stehen irgendwie, wer diese kleine Gruppe leitet, welche von den Tutoren und wann die stattfindet. Und dann kann man sich eben, da sieht man jetzt hier, da werden jetzt zum Beispiel noch 7, also hier sind schon 7 von maximal 16 Plätzen belegt und dann könnte man sich hier noch irgendwie dazu einschreiben, die kleine Gruppe. Genau, so funktioniert das. Noch mehr zu den kleinen Übungen oder beziehungsweise zu den Pflichtaufgaben quasi für die Studienleistung. Also es wird bepunktet. Da steht dann auf dem Übungsblatt, diese Aufgabe gibt x Punkte und Sie müssen quasi bei jeder Pflichtaufgabe müssen Sie mindestens ein Drittel der Punkte erhalten und aber insgesamt über das Semester verteilt alle Punkte in Summe müssen quasi mindestens 50% sein. Und wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, ja, also Sie können jetzt nicht die ersten 4 Blätter machen mit voller Punktzahl und das letzte dann gar nicht, sondern Sie müssen jedes Mal mindestens ein Drittel der Punkte erreichen. Aber wenn das beides erfüllt ist, dann haben Sie quasi Studienleistung bestanden. Ne? Was ich jetzt hier auch erwähnen muss, ist, es gibt jedes Semester Studierende, die leider denken, sie könnten quasi ihre Lösungen von einer anderen Gruppe kopieren oder aus dem Internet kopieren. Das ist leider sehr, sehr häufig der Fall und wenn uns das auffällt, was es auch sehr häufig tut, dann werden sie quasi die Studienleistung nicht bestehen dieses Semester und müssen das nächste Semester wiederholen. Das heißt eben, wenn sie quasi, wenn ihre Zweiergruppe einer anderen Gruppe die Lösung zur Verfügung stellt und uns das auffällt, dann können wir nicht wirklich nachvollziehen, wer wem hier die Lösung gegeben hat und dann werden einfach beide Gruppen für dieses Semester die Studienleistung nicht bestehen. Ja, das heißt, quasi sie tun sich leider selbst keinen Gefallen, wenn sie anderen Gruppen zu sehr helfen. Ja, also man kann da mal eine Frage beantworten, wenn es irgendwie ein Missverständnis gibt, aber sie dürfen eben nicht jemand anders den Code zur Verfügung stellen, auch wenn er den nur mal anschauen will oder sowas in der Richtung. Wenn es zwei Gruppen gibt, die gleiche Lösung abgeben und das offensichtlich kein Zufall ist und nicht anders zu erklären, dann werden leider beide Gruppen die Studienleistung nicht bestehen. Oder wenn es noch mehr sind, noch mehr. Und das ist leider relativ häufig der Fall, deswegen sage ich das nochmal ganz deutlich. Wir erwischen da sehr viele Leute und dann wird sich Ihr Studium leider unnötig verzögern. So schwierig sind die Aufgaben nicht. Bearbeiten Sie die selbstständig, beziehungsweise eben in dieser Zweiergruppe dürfen Sie sich ja gegenseitig helfen. Das heißt, Sie sind gar nicht auf sich komplett allein gestellt. Zum Thema Korrektur, das wird quasi von dem jeweiligen Tutor Ihrer kleinen Übungsgruppe gemacht und der wird Ihnen eben ein bisschen Feedback zur Verfügung stellen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, müssen Sie eben in die kleine Übung kommen und ihn dann dort persönlich ansprechen. So soll das Ganze ablaufen. Dann gibt es ja, wie gesagt, noch die Prüfungsleistung neben der Studienleistung. Und das ist eben normalerweise eine Klausur. Aber dieses Semester, Sie wissen schon, alles nicht so normal wie immer, kann es auch sehr gut sein, dass wir eine Hausarbeit anbieten werden. Also die Klausur wäre normalerweise, ne, Sie kommen irgendwie morgens in eine große Halle, dann haben Sie irgendwie 2 Stunden Zeit, auf Papier ein paar Fragen zu beantworten und dann gehen sie wieder. Bei der Hausarbeit läuft es ein bisschen anders. Da wäre das dann, dass sie quasi von zu Hause ein größeres Programmierprojekt eben auch eigenständig bearbeiten müssen und das digital abgeben. Das vermeidet eben dieses, dass wir ganz viele Menschen in eine Halle packen müssen, was ja in den letzten Monaten leider keine so gute Idee ist. Wir haben uns dann noch nicht sozusagen endgültig entschieden, das ist alles noch ein bisschen im Flux, aber sie werden da in den nächsten Wochen von mir informiert werden, ob wir denn jetzt eine Klausur unter speziellen Maßnahmen immer auf ganz viele Räume verteilt machen oder ob wir eben eine Hausarbeit, die sie quasi eigenständig bearbeiten, machen würden, das werde ich sie dann noch rechtzeitig informieren. Wir reden ja da auch über einen Zeitraum, das ist ja dann irgendwann, der Prüfungszeitraum ist ja dann irgendwann ab Februar oder so, das heißt, es sind noch ein paar Monate hin, aber ich will sie schon relativ bald dann quasi zumindest über diese Entscheidung, wann der Termin ist und ob es eben eine Hausarbeit und, oder eine Klausur ist, informieren. Da bitte ich aber noch um ein bisschen Geduld, da müssen wir noch beobachten, wie sich quasi aktuell die Lage entwickelt.
Was gibt es noch zu sagen? Also jetzt habe ich ganz viel über Studienleistung, Prüfungsleistung, kleine Übung, große Übung, Termine, Stundenplan und Sprechstunde und so weiter geredet. Jetzt mal nochmal was ganz Allgemeines. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass man Programmieren eben nicht so gut lernt, wenn man sich mal in die Vorlesung reinhockt, beziehungsweise in diesem Semester eben von zu Hause anschaut. Bücher lesen ist vielleicht für manche hilfreich, aber so generell kann ich eigentlich nur empfehlen, dass sie ganz viel ausprobieren müssen. Ja? Also wir haben diese Übungsblätter und da sind ganz viele freiwillige Aufgaben drin. Und wenn sie sich quasi da die reinschauen, da mal reinschauen meine ich, und da Dinge selber ausprobieren, also wenn sie immer mal wieder ein bisschen was programmieren, das ist sehr zu empfehlen. Deswegen, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich die große Übung anbiete, aber ich würde behaupten, die ist ziemlich wichtig, um quasi, wenn man sich nur die Vorlesung anschaut, dann fehlt einem so ein bisschen der Zusammenhang, wie man das in der Praxis anwenden soll. Und sowohl die Klausur als auch die Hausarbeit ist beides, also die Hausarbeit umso mehr sogar noch, ist halt beides sehr angewandt. Ne? Also wir, das theoretische Verständnis ist so ein bisschen als Hintergrund, aber wenn sie nicht programmieren können, wenn sie Programmieren 1 auch nicht bestehen können. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass sie einfach viel üben und in dem Sinne wäre es eben gut, wenn sie viel Programmieren üben. Ja, und das heißt einfach mal ausprobieren und selber mal ein Programm schreiben und schauen, wie das Ganze läuft. Und genau dafür da sind ja auch diese Pflichtübungen. Das sind eben einfach, wir geben ihnen eine Aufgabe und dann sollen sie das programmieren und wir schauen dann danach, ob das Programm läuft und das tut, was es tun soll. Aber das nur so als allgemeiner Tipp. Also da muss man einfach selbst aktiv sein und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, es gibt da noch ein freiwilliges Zusatzangebot, wer quasi eben genau noch ein bisschen mehr üben möchte. Da gibt es das Angebot eines Studierenden, der macht das seit mittlerweile 9 Semestern sogar hier an der TU, dass er ein sogenanntes Zusatztutorium anbietet und da quasi noch zusätzliche Aufzeichnungen und kleine Übungsaufgaben und Musterlösungen und so weiter und Support anbietet. Das ist jetzt keine offizielle Lehrveranstaltung von uns, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, dass es da quasi noch weitere Angebote gibt, wenn Ihnen quasi das Angebot der Vorlesung, großen Übungen und kleinen Übungen nicht ausreicht und Sie quasi noch weiter Stoff vertiefen wollen, dann kann ich Ihnen eben dieses Zusatztutorium empfehlen und das finden Sie auch im StudIP, eben wenn Sie nach dem Kurs suchen mit dem Namen Zusatztutorium programmieren oder ich habe hier auch den Link auf die Folien gepackt. Die Folien werde ich natürlich separat hochladen, weil in diesem Video können Sie den Link offensichtlich nicht kopieren oder anklicken. Das ist mir bewusst. Okay, nochmal als Zusammenfassung, was sind denn so die wichtigen Termine in den nächsten Wochen? Ja? Also wir haben diese Anmeldephase für die kleinen Übungen, die am 21., also wenn Sie das Video jetzt am Montag anschauen, quasi übermorgen wäre das öffnet. Und dann spätestens am 1. November geschlossen wird. Danach geht es quasi direkt im Anschluss los mit den kleinen Übungen, wo sie eben dort ihren Gruppenpartner hoffentlich finden. Und gleichzeitig gibt es eben auch an dem 2.11. das erste Übungsblatt, was dann schon am 15.11. fällig ist. Also wie Sie sehen, wir haben jetzt eine kurze Schonfrist am Anfang, aber dann geht es quasi direkt los mit dem Übungsbetrieb. Das Semester ist einfach nicht sonderlich lang und es ist wichtig, dass Sie von Anfang an sich quasi angewöhnen, selbstständig zu üben, den Vorlesungsstoff zu wiederholen. Und deswegen startet quasi das erste Übungsblatt sehr bald nach Vorlesungsbeginn. Genau, und nochmal so als Erinnerung, wenn Sie quasi einen dieser drei Termine verpassen, nämlich entweder die Anmeldung oder das erste Mal da sein in der kleinen Übung, um quasi sich zu melden, hey, ich bin da und dann einen Gruppenpartner zu finden, und oder eben die Abgabe des ersten Übungsplatzes, wenn Sie einen dieser drei Termine verpassen, dann haben Sie leider schon die Studienleistung für dieses Semester nicht bestanden. Sie erinnern sich, wenn Sie die Studienleistung nicht bestehen, haben Sie auch das Modul nicht bestanden. Ist alles nicht zu empfehlen, ja. Also tut mir leid, dass ich da so ein bisschen viel drauf rumhacke, aber es ist einfach wichtig, dass Ihnen das klar ist. Wenn Sie hier jetzt am Anfang schon einen Termin verpassen, dann funktioniert das einfach nicht. Dann werden Sie Programmieren 1 halt dieses Semester einfach nicht bestehen. Ja. Gut, ich hoffe, diese Message ist angekommen. Wie soll es dann noch weitergehen? Also nächste Woche werde ich nochmal so ein bisschen organisatorische Dinge erklären müssen. Also wie soll das? Ja, wir haben jetzt im Moment Videoaufzeichnungen, aber wie soll das dann laufen, wenn wir quasi Live-Übungen haben? Wie läuft das mit der Sprechstunde, also diese ganzen Präsenz, aber von zu Hause Veranstaltungen, möchte ich dann nochmal genau erklären, wie Sie sich da einwählen und wie wir das technisch machen wollen.
Und außerdem noch viel wichtiger, wir wollen jetzt ja nicht nur organisatorische Sachen machen, wir wollen auch langsam mal zum Inhalt kommen, eben die ganzen Programme, die Sie sozusagen brauchen. Ja, also wir werden in Java programmieren und dafür brauchen Sie eben das Java Software Development Kit. Also Sie brauchen so diverse Dinge, Sie brauchen dieses Git, um irgendwie die Abgaben dann zu machen von den Übungsblättern. Sie brauchen auch noch SSH, weil quasi Git auf SSH basiert. Wenn Ihnen das jetzt alles Fremdwörter sind, ist kein Problem. Ich will nur sagen, wir werden quasi nächste Woche die ganzen Tools erklären oder halt eben zeigen, ne, dass, wie man die zu bedienen hat, also quasi wie die mit unserer Vorlesung zusammenhängen. Ich werde natürlich jetzt nicht ein komplettes Tutorial für jedes dieser Sachen quasi machen können, also ich werde nicht alle Features vorstellen können, aber ich werde eben sozusagen die relevanten Dinge für unseren Übungsbetrieb werde ich quasi zeigen. Und dann sind Sie quasi gut vorbereitet, um dann auch in der darauffolgenden Woche mit dem ersten Übungsblatt zu starten. Es wird ja gleichzeitig eben auch Aufzeichnungen von der Vorlesung geben, in der quasi Inhalt erklärt wird. Und dann haben wir sowohl die organisatorischen Sachen größtenteils quasi alle geklärt, als auch die ganzen Programme und so weiter vorgestellt, die Sie quasi brauchen für den reibungslosen Ablauf und haben auch schon ein bisschen Inhalte kennengelernt. Und dann wird es eben schon sehr bald das erste Übungsblatt geben. Genau, soviel zu meiner Seite und dann sehen wir uns wohl im nächsten Video wieder.